So, hallo und herzlich willkommen zurück auf der Ishimura. Es ist mitten in der Nacht und wir sind jetzt Kapitel 11, alternative Lösungen. Wieso alternative? Ja, der ganze Tag ist nur düster. Draußen ist es stockdunkel, der Wind heult ums Haus. Ja, was könnte perfekter sein, als jetzt Dead Space zu spielen? Könnte man meinen, oder? Und er könnte eigentlich mal fertig laden. Tut mir leid, wenn ich etwas hüsterig bin. Hüsterig ist aber ein Wort. Egal, wir sind zurück. Wir sind zurück. Oh mein Gott. Und es ist immer noch kein Nekromorph in der U-Bahn. Gut. Und gleich wieder erschreckt vom. Mr. Clark, ich nähere mich jetzt dem Shuttle-Hangar. Sie müssen irgendwie zur Frachtbucht kommen. Der Marker, er wird dort drinnen aufbewahrt. Es gibt dort einen Frachtkran, mit dem Sie den Marker zum Hangar heben können. Bitte, Sie müssen mir dabei helfen. Das ist der einzige Weg. Der einzige Weg, was zu tun? Dir zu helfen oder mir vor diesem Schiff runter zu verhelfen? Ich weiß nicht. Moment, ich muss mir kurz angucken. Okay. Ob mir das alles so gefällt. Überhaupt nicht. Erstmal die Kiste reingucken. Da ist nochmal. Heißt das Strahlmunition, Energiemunition? Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Plasmaenergie. Na gut. Ich lag total daneben, aber. Na gut, was wollen wir verübeln? Ich habe gerade noch mit Lil Chiyo gesprochen. Die wollte. Ich wollte sie eigentlich so überreden, mit zu kommentieren. Allerdings hat sie ihr Mikro verlegt. Sie ist Let's Playerin und verlegt ihr Mikro. Das kann ich immer noch nicht glauben. Das ist die blödeste Ausrede überhaupt. Ich hab bloß Angst. Wetten? Ich hab bloß Angst? Nein, hat sie, glaube ich, nicht. Halbleiter Gold verkaufen? Ja, sicherlich. Ich habe wieder viel zu viele Starsepacks bei mir. Wobei den Gegnern, wie schnell die inzwischen sind. Nehme ich trotzdem mal in Safe. Ich finde gerade hier wieder welche. Moment, habe ich eher Munitionsprobleme als irgendwas anderes. Ich überlege, ob ich das Maschinengewehr noch mitnehme, weil so gut FG-Gegner ist es auch nicht mehr. Aber naja, ich nehme noch ein Medipack mit. Und dann wollen wir mal ins Ungewisse. Warum? Weil wir es können. Ich will nicht durch diese Tür. Verdammt nochmal, ich will da nicht durch. Öffnen Sie. Mistvieh! Nach oben hin abhauen. So das Billigste überhaupt. Oh, Toiletten. Ich höre dich ganz genau über mir. Oh, du olles Mistvieh. Los, Angriff der Penisse. Warum ist die Toilette beleuchtet? Weil das Licht flimmert drüber. Okay. Was steht an der Wand? Dear God, keep us safe from versus. Versus? Aha, auf der Frauentoilette die Sachen versteckt. Unser Strahlmunition. Was wollte die Frau damit? Ihren Schwangerschaftstest machen? Oh, ein Baby. Bam, bam. Nein. Ich höre Stimmen. Supi. Wie so häufig. Und ich soll dort runter. Ich will lieber dahin. Irgendwie ist verschlossen. Lass mich rein! Egal. Ich muss hier weiter durch. Warum ist er so stickig? Oh Mann. Da war's. Bäm! Und jener kommt. Ui! Was? Was? Hä? Was ist ein Geräusch? Oh, hallo? Guck mal, die fast so wie ein Scharfschütze. Cool. Gegner auch einen weiten erledigen. Das hat doch mal was. Jetzt muss ich auch noch darunter. Na super. Was liegt da denn? Okay, Projektil. Genau, grummelt.
Kommt her, wenn ihr was wollt. Naja, sie kommen sowieso. Plasma-Energie. Projektile. Warum will, dass ich da lang gehe? Kommt einfach mehr Gegner. Ich gehe erstmal darum. Los, Gegner, komm, du bist scharf. Bam, bam, bam. Ihr schreit mich doch bitte, damit ich es hinter mir habe. Hab ich genau gehört hier. Energieknoten. Energieknoten erhalten. Wow, was für ein Text. Was zur Hölle ist das da unten? Es stapeln sich Container. Container, Container. Genau. Oh, Zeug. Gut, dass ich erst hier hinten rumgegangen bin. Weil hätte ich da vorne all die Monster ausgelöst, dann hätte ich nicht alles noch hier einsammeln können. Was so viel Spaß macht, als einsammeln, weil... So, der Medipacks und so ein Kram. Bin ich euch vollgestopft mit Medipacks, ja. Um Projektilmunition nicht mal wieder ballern ohne Ende, aber gut. Blut überall! Ja gut. Also da mag einer Container da unten sein. Oh Schreck. Muss ich gleich etwa hier dieses typische Markt-Spiel spielen mit dem Kran, wo man so Sachen rausfischen soll. Und zufälligerweise ziehe ich entweder einen Marker oder einen Nekromorph raus. Prachtvoll geborgen. Okay. Das soll mich jetzt freuen. Da ist das Mistvieh. Frachtlieferung 782 wird ausgeliefert. Für weiteren Frachttransport wird Chinesemodul benötigt. Was? Oh, der ist hinter mir! Was? Noch so ein Vieh? Was ist das? Nee, so ein Arm ist das. Ah! Ah! Was ist eigentlich los? Alle wahnsinnig geworden. Lass mich in Ruhe. Da hinten kommt noch einer. Wabbel da hinten weiter rum. Hab die Ruhe. Nein! Nein! Was die Ebene raus? Ah! Warte, warte! Verdammt! Stirb einfach! Hab die Ruhe! Du hässlicher Arm. Du hörst auf, mich zu nerven. Genau. Ich sollte bitte was verhindern, dass ich Marker berge. Ich werde ihn trotzdem bergen. Ob du willst oder nicht. Ich bin weg. Wo ist noch so ein Arm? Ah. Geh weg. Und komm nie wieder! Geh weg und komm nie wieder! Hast du es verstanden? Nein? Nein. Egal. Der Marker wird weitergeschoben. Schieb den Marker. Oh, schieb den Marker. Warum auch immer. Hinter. Frachtlieferung 782 wird an Hangarbucht ausgeliefert. So, schnell weg hier. Bevor ich hier nochmal Gesellschaft kriege. Der Lastenaufzug. Marker ist im Hangar. Sie können ihn nicht. Ruhe.
Ja, ist alle da unten. Du seid eben aufgehoben. Bis ihr keine Fahrstuhl rufen könnt. Ach, wie schön, dass keiner weiß, dass ihr da unten seid und nicht hier oben. Was? Hätte ich eigentlich ahnen müssen. Geh weg! Lass mich in Ruhe, verdammt nochmal! Ich muss raus hier. Macht nur noch, was ihr wollt. Oh, wie viele Münzen habe ich verschossen? War ja klar. Unmengen. Genau, Isaac. Wir lieben dich alle. Ich habe die Stromzufuhr zum Aufzug wiederhergestellt. Bring ihn zum Hangar und schaff den Marker an Bord des Shuttles. Ich gehe gleich hoch zum Flight Deck. Oh Gott. Ich renn lieber. Drück mir die Daumen. Tu ich. Bleib bloß am Leben. Mach nicht in Hammond. Oh Gott, Hammond. Oh Mann. Ich bin so alleine. Soll ich es aufwerten? Eigentlich Unsinn. Energie, Dauer, Reichweite. Plasma-Cutter. Oh Mann. Das kann nicht gut gehen. Ich guck mal kurz, ob ich noch Medipacks habe. Ich habe so viele gelagert. Jetzt werden sie langsam nützlich. Weil ich auf einmal sehr viel mehr Schaden nehme. Hab ich noch irgendwas munitionmäßig? Nein, schade. Nehmen wir den Aufzug. Nehmen wir den Aufzug. Oh, warum bin ich so schreckhaft heute? Ich habe Gänsehaut, verdammt nochmal. Es ist nur ein Spiel. Es ist nur ein Spiel. Kapitel 11 ist nicht schlimm. Lalalala. Wut. Wenn du Angst hast, werde wütend. Das ist ein guter Spruchsatz. Also, wütend sein. Kommt die Tür. Lass euch erballern. Los. Kommt. Kommt. Da soll ich lang, also guck jetzt mal hier rein. Moment, Karte gucken. Da sehe ich das ja. Nebenraum, ja. Okay, da soll ich schon mal hin. Kann ich wohl jetzt mal hier hin? Achso, eine Toilette ist hier. Auf Toiletten ist in der Regel eine Penis oder so mehr. Die aus der Toilette kommen und dann angreifen. Ach ja, wie schön. Da. Nothing interesting. Da sind viele Toiletten, aber kaum Betten im Schiff. Soll mir zu denken geben. Okay, dann schauen wir mal. Moment, den Raum kenne ich doch. Ist das... der Raum, den ich denke? Ist der ganz am Anfang? Ist das der? Das finde ich ja stark. Wir sind wieder am Anfang, oder sehen die Räume nur so ähnlich aus? Das wüsste ich nur allerdings sehr gerne. Okay, ich muss wieder oben anfangen. Wie oft bin ich eigentlich schon oben, jetzt eigentlich runter? Ich glaube dreimal insgesamt jetzt, oder? Egal. Ah, kommen wir wieder zum Thema zurück. Es nennt sich Dead Space. Es ist ein Spiel. Es ist nur ein Spiel. Wo soll ich lang? Okay, ich soll wirklich da raus. Kann das sein, dass es